Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Nitro 2033. Das letzte Mal sind wir in die eine Station, hier in die Waffenkammerstation eingedrungen. Und da habe ich ja erstes Mal für irgendwas Geld ausgegeben. Und zwar für diese nette AK. Wie viel Uhr haben wir denn? Ich hätte mir noch vielleicht Filter kaufen können. Sollen tun. Die Partei lehrt, dass nur kommunistische Doktrinen den wahren Weg durch die Tunnels weisen. Nur im Namen Lenins können wir den Glanz der Metro und der Menschheit wiederherstellen. Und unter dem roten Banner der roten Linie können die Verstoßenen, die Leidenden und die Unglücklichen sich von ihren Knien erheben und vorwärts marschieren. Marxismus ist das. Ich will jetzt keine Scheiße bauen, weil hier sind wir eindeutig zu viel Gegner. Die Partei zu den wir können auch gehen. Wenn wir hier nicht lang. Hier dann. Also, so viel zur Unterhaltung. Wird dieser feige Ratte zum Tode verurteilt. Hier ist mein Lohn. Moment, hören Sie zu. Ich wollte Sie über die Flanke angreifen, das ist alles. Ich werde Ihnen helfen. Wie geht's dir? Okay, gut, anscheinend habe ich ihn doch nicht helfen können. Schade, ich habe einen Brillenträger getötet. Ich will meinen AK ganz bestimmt nicht eintauschen. Hier habe ich mir einen ersten richtig heftigen Kampf geliefert. Habt ihr gehört, was gestern passiert ist? Ich war da und mir wurde fast der Kopf weggepustet. Ich werde den Generator haben, wenn wir es überhaupt schaffen. Hinter dem Wand ist anscheinend gestern im Feldlazarett. Was ich war los? Die jetzt mal. Ah, ja, die Verletzten, die lasse ich leben. Mit ein paar Selbstmordbombern angegriffen. Ja. Ist wirklich jemand bereit, für die zu sterben? Scheiße, nein. Den armen Säuen waren die Hände hinter den. Und hier finden wir, das ist auch übrigens optional, dieser Gang hier. Aber hier findet man was Schönes. Ja. Wir müssen eine Gasmaske anziehen, aber. Wir brauchen ab jetzt nie wieder unsere Taschenlampe. Taschenlampe aus. Munition da raus. Und BAM! Wir können das Ding abziehen, wir können das Ding aufziehen, wir können das ausschalten, wenn wir es aufhaben. Das ist natürlich jetzt momentan sehr praktisch. Das Ding können wir ausziehen. Ja, schnell hier raus. Und das müssen wir auch bei diesem Stromkreis hier. Sein Bauch war komplett zerfetzt. Aber er aus Best zum an. Schluss. Wie kann ein Mensch einem anderen so etwas antun? Okay, jetzt sollen wir uns hier mal durchstealthen. Scheiß. Wichser. Den habe ich nicht gerechnet. Scheiße. Achso. Ja, hier ist übrigens der letzte Speicherpunkt. Deswegen ist es nicht so schlimm. Wie kann ein Mensch einem anderen so etwas antun? Gut, so kann man nicht viel erkennen, aber so kann man mehr erkennen. Jetzt warten wir. Ich mache mal eine Special-Folge, wo ich in der Mission wirklich alle Gegner ausschalte. Haha, du hast nur die Bastard-Pistole. Okay, ich glaube, ich habe alle Munition von dir geklaut.
Na, hier ist so eine Sprengfallen-Dings. Eine Sprenge. Eine Sprenge. Ach, hier ist schon. Aber ich schalte jetzt das Gerät aus. Was ist los? Jetzt habe ich die hier hingelockt. Glaube ich. Nö. Jetzt habe ich gar nichts. Es passiert gar nichts. Hier geht's nicht runter, da geht's in den Tod. Und es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, das hier einfach zu machen. Man geht hier hoch und verwendet das Geschütz. Was? Habt ihr das gesehen? Die sind ganz dicht hinter mir. Und ich überlege gerade, ob ich das machen soll. Es kann nämlich ein sehr großes Risiko geben. Es ist sehr risikomäßig, wenn man das macht. Ich versuch's einfach mal. Der hat das überlebt. Der hat das überlebt. Nicht in den Lichtkegel gehen. Ich habe ein Messer verloren. Jetzt aber. Nice. Das Messer habe ich zurückbekommen. Was ist los? Okay. Was passiert hier? Ach, Kaka. Jetzt wird aufgeräumt. Oh, so erkenne ich nichts. Jetzt wird aufgeräumt. Okay, zwar nicht richtig vernünftig, aber weil ich nichts treffe, aber jetzt, das Ding ist leer. Gut, wo ist das? Von wo? Ich hatte doch fast keinen Schaden. Okay. Sein Bauch war komplett zerfetzt. Habe ich die noch an? Nein. Ich hatte sie aus. Wie kann ein Mensch einem anderen so etwas antun? Okay, gleich kommt der Typ hier vorne. Der da. Dem nehmen wir uns in Acht. Okay, ich habe alles zurückbekommen. Ich könnte jetzt noch die hier einfach abstechen, aber das macht man ja nicht. Was verändert das hier denn eigentlich? Hallo? Ah, der da vorne kommt. Oder auch nicht. Ja, nein, vielleicht. Nein, er kommt nicht. Gut, ich denke mal, ich mache dieselbe Taktik wie vorhin. Nur ich stelle mich beim Final Fight ein bisschen schlauer an. So viel dazu. Es gibt jetzt. Ich kann mich jetzt einfach nach hier hinten zurückziehen. Ich glaube, es bringt es auch mehr. In Deckung! Einen habe ich erwischt. Okay, das geht ganz schön auf die Performance, dieser Zoom.
Okay, die Haube habe ich abgeschossen. Vorne ist eine Bombe. Ach! Wieder von vorne. Oh, da ist ein verstrahlter Kopf. Schön. Wie kann ein Mensch einem anderen so etwas antun? Genau, warum tut ihr mir das überhaupt an? Hm, na gut, ich töte ein paar Leute von euch. Aber nicht alle. Gut, wenn ich das den Generator nicht ausschalte, schaut doch keiner. Ah. Das Messer haben ist die Hauptsache. Von hinten sind die nicht angreifbar. Mit dem Messer, also mit dem Wurfmesser, mit dem Dolch. Da oben ist. Ach, da oben ist doch einer. Was? Alter! Ninja! Was zur Hölle? Oh, das Ding hätte ich mal nachladen sollen. Haben die mich jetzt entdeckt? Oh, sieht so aus. Ich bin ziemlich am Arsch, ich bin ziemlich am Arsch, ich bin ziemlich am Arsch. Ah, ich bin ein Ninja. Wartet. Granate sollte das regeln. Nicht dahin, aber. Ah! Ein Stück verzögert durch die Explosion. Ja gut, es gibt Sinn. Heute Morgen. Sein Bauch war komplett zerfetzt. Okay, nochmal. Aber er kämpft der Best zum Schluss. Ich glaube, ich mache das mit der erhöhten Geschwindigkeit. Wie kann ein Mensch einem anderen so etwas antun? Kommt der Freak? Sieht ganz danach aus. Und den vorne werde ich jetzt auch von hinten so wegmessern. Ich probiere das mal aus, ob das funktioniert. Ja, das funktioniert. Da muss ich gar nicht werfen. Gut, gut, gut. Nee, nicht tauschen. Ich meine, geile AK. Auf der anderen Seite macht mir echt Angst. Ja, ich glaube, ich beschleunige es wirklich. Vano starb heute Morgen. Sein Bauch war komplett zerfetzt. Aber er kämpfte bis zum Schluss. Wie kann ein Mensch einem anderen so etwas antun? Hm.
Okay, war kein direkter One-Hit. Aber vielleicht speede ich das jetzt auch doch nicht ab. Diese Geräusche machen mir immer wieder Angst. Was ist los? Nice. Das Ding an. Das Ding aus. An. Aus. Hä? Wo ist er hin? Ah, ist hier da unten, ist gerade einer. Ah, die schießen mich von der anderen Seite ab. Das sollte reingehauen haben. Ach, fickt euch. Hilfe, warum schießt du? Bug. Einfach Bug oder vom Spiel eine Ladehemmung. Also nicht Ladehemmung, sondern so Lade. Ich schieße mich von der anderen Seite ab. Sag mal. Okay, das Gerät nachladen. Sein Bauch war komplett zerfetzt, aber er kämpfte bis zum Schluss. Durchgeladen. Wie kann ein Mensch einem anderen das geht ja nicht. So etwas antun? Was habe ich denn? Habe ich noch Spike Bombs? Wie viele habe ich? Eine Spike Bomb. Ich rush da jetzt durch. Ja. Aber ich will trotzdem das Licht aus. Vielleicht gibt es ja schallgedämpfte Waffen, gibt es glaube ich sogar. Du. Erstmal nicht entdecken lassen. Vielleicht kann ich mich auch durchschleichen, ohne hier direkt einzutöten. Lag, tut mir leid. Und hinter mir hat sich gewechselt. Ah! Geil! Das funktioniert! Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Schalala! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, wie ist denn das jetzt Angriff?
Nein, Moment mal, da kann ich hier gerade die Folge beenden. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Metro 2033. Wir haben hier wohl ein kleines Problem. Bis dann, ciao.